in den ersten drei Positionen, gefolgt von Handsome Guy. Innenminister Nourgitges Wisch dabei. Und am Schluss Indis Boy gemeinsam mit Yari Elpetnik. Aber wie gesagt, alles unverändert, dicht beieinander, so wie die Gegenseite zum letzten Male erreicht mit Invincible Volo. Invincible Volo bestimmt das Tempo. Solvato an der Innenseite in zweiter Position. Invincible Volo führt die Teilnehmer auch in den Schlussbogen. Jitkes Wisch ist dabei mit Solvato. So geht's auf die letzte Ecke zu. Invincible Volo. Solvato an der Innenseite kommt weiter. Noch weiter außen. Jitkes Wisch in dritter Spur. Hat noch alle Möglichkeiten. Jetzt ist die Trotto.de Zielgerade erreicht. Invincible Volo, immer noch vorn. Solvato kommt nicht heran. Dafür versucht sich jetzt Jitkes Wisch. Und Jitkes Wisch wird noch sehr schnell. Kampf bis zur Linie, Jitkes Wisch. Jitkes Wisch hat den Kopf vorn. Gewinn vor Invincible Volo. Dann Solvato vor Felten Valerie. Vorletztes Rennen jetzt für Sie nochmal in der Wiederholung. Einen feinen Speedsieg gab es am Ende für Jitkes Wisch, für die vierjährige Stute aus dem Stall von Bastian Krebers, der heute auch eine positive Bilanz ziehen dürfte bei einem seiner seltenen Ausflüge nach Mönchengladbach. Die Stute schon mit feinem dritten Platz zu zwei Top-Pferden. Als Riesenaußenseiterin muss man ja wirklich sagen, fast 900 für 10 gab es da in Hamburg vor wenigen Tagen, hat das voll und ganz bestätigt und kam mit einer tollen Manier den Einlauf runter. Die vorläufige Platzierung. Siegerin ist die 10 Jitkes Wisch. Zweite die 5 Invincible Volo, dritter die 7 Solvato. 10, 5, 7, das Ganze vorläufig. Noch 50 Meter bis zur Startmarke und I'm Your Nightmare beginnt im gestreckten Galopp. Die Führung geht an Invincible Volo. Und I'm Your Nightmare nach dem Startfehler bereits aus der Partie. Invincible Volo, wie gesagt, in Front. Solvato im Moment in zweiter Position, gefolgt von Jitkes Wisch. So, das Vordertreffen, die Gegenseite wird angesteuert in vierter Position. Die Startnummer 4, sprich Picasso HM. Picasso HM macht etwas bodengut. Übernimmt gleich die zweite Position. Und am Schluss des Feldes Maxel Kraun Poet. Vorne weiter Invincible Volo. Invincible Volo bestimmt das Geschehen. Führt die Teilnehmer auch in die Tribünen gerade, dann ist Solvato auszumachen. Alles dicht beieinander, alles in kompakter Formation nach knapp einer zurückgelegten Runde mit Invincible Volo, mit Solvato und Picasso HM in den ersten drei Positionen, gefolgt von Handsome Guy. Innen ist dann auch Jitkes Wisch dabei. Und am Schluss Indis Boy gemeinsam mit Yari Elpetnik. Aber wie gesagt, alles unverändert, dicht beieinander, so wie die Gegenseite zum letzten Male erreicht mit Invincible Volo. Invincible Volo bestimmt das Tempo. Solvato an der Innenseite in zweiter Position. Invincible Volo führt die Teilnehmer auch in den Schlussbogen. Jitkes Wisch ist dabei mit Solvato. So geht's auf die letzte Ecke zu. Invincible Volo. Solvato an der Innenseite kommt weiter. Noch weiter außen. Jitkes Wisch in dritter Spur. Hat noch alle Möglichkeiten. Jetzt ist die Trotto.de Zielgerade erreicht.
Invincible Volo, immer noch vorn. Solvato kommt nicht heran. Dafür versucht sich jetzt Jitgeswisch. Und Jitgeswisch wird noch sehr schnell. Kampf bis zur Linie, Jitgeswisch. Jitgeswisch hat den Kopf vorn. Gewinn vor Invincible Volo. Dann Solvato vor Felton Valerie. Heute alles immer formgemäß, ne? Also nix. So, ja klar, wir haben eine Frau Döme schreibt, hallo, gut informiert über die Startwerte und gut vorbereitet sind.